So, meine Damen und Herren, ihr seht, mein Sendestudio ist jetzt ein bisschen kleiner, aber ich habe auf jeden Fall doch ein paar Möglichkeiten, wieder ein bisschen rumzuäubern und ja, zu euch zu reden. Aber ich bin so ein bisschen angepisst, weil ich habe jetzt bei YouTube meine 1000 Abonnenten und die knurren sich mit der Überprüfung von meinem Kanal nicht aus, weißt du? Was? It's happening vor einer Sekunde? Ja, ich habe immer noch keine Zuschauer. Was habe ich denn für Auszeichnung gekriegt? Es beginnt. Cool. Beginn deinen Stream. Cool. Na Mensch, ey. Ist ja richtig heavy, hardcore. So, müssen wir hier Panels bearbeiten. Mal hier. Nix Englisch. Warum denn Englisch? Warum denn Englisch? Ja, das weiß ich noch nicht. Im Filter steht auf jeden Fall Englisch. Ich muss... Oh, der erste Zuschauer ist da. Der erste Zuschauer ist da. Der erste Zuschauer ist da. Mensch, du bist der Erste. Und ich habe hier mega heftige Sachen hinter mir. Bei mir war nämlich Razzia. Die haben meine ganze Technik beschlagnahmt. Alles sozusagen konfisziert. Und ja, ich habe, wie will ich sagen, mir Gedanken gemacht, wie ich trotzdem wieder live gehen kann. Weil ich sehe das nämlich nicht ein. Ja, dass da irgendeiner dahergelaufene Art und Weise hergeht und irgendwelche Droh-E-Mails an irgendwelche Leute schickt, und dann das Sondereinsatzkommando kommt und mir mein ganzes Sendestudio deinstalliert und alles konfisziert. Warum denn auch? Da gibt es überhaupt keinen Grund und keine Veranlassung dazu. Das sind total die Verfahrensfehler. Ich bin Opfer von Straftaten, ja. Ich bin Opfer von kollektivem Kriegsführung gegen Einzelpersonen, ja. Die bezeichnen mich als Social Experiment, als Free Social Experiment. Na klar, ne, ist ja normal, gell? Dass man, das ist so üblich, dass man sich irgendwelche Leute raussucht und die fertig macht. Das gehört so gemacht. Das hat schon so seine Richtigkeit. Ja, scheinbar ist es so, weil die Polizei handelt die ganze Zeit im Sinne der Verbrecher. Hä? Und ich habe schon vor einem Jahr eine Anzeige gemacht, Alter, wegen der ganzen Scheiße. Hä? Und die kommen bis jetzt immer noch nicht aus der Hilfe. Aber wie sie bei mir kommen und bei mir alles beschlagen haben, das wissen sie. Und wie sie mich dann in die Psychiatrie eingesperrt kriegen, das wissen sie auch. Da kennen sie sich aus, das haben sie 16 Mal schon gemacht. Der Weg ist bekannt, da ist locker lässig einfach zu gehen. Aber wie man da vielleicht eventuell mal daran arbeitet, dass die Herren und Damen der Schöpfung die Kriegsführung gegen mich betreiben und die mich die ja die ganze Zeit so fertig machen, ne? dass die mal einen auf den Deckel kriegen und dass da mal was funktioniert. Da? Nö. Nö. Das, nö. Das ist eine Stasi und die macht das schon und naja, da dürfen wir dafür vielleicht mal über Hure drüber. So ist doch das. Bloß, wie gesagt, es gibt diverse Beschwerdestellen, ja, es gibt diverse Verfahrensfehler, und ich habe sehr viele Möglichkeiten, dem Ganzen so ein bisschen den sogenannten Pops zu erweitern, also den Arsch aufzureißen. Ja, genau.
Weil ich muss mir das als Einzelperson nicht gefallen lassen, mich da hier mutwillig, behindert zu machen. Und dann wollen sie mich jetzt noch in die Wefa stecken, dass ich in die Wefa arbeite, Alter, mit den ganzen Hardcore-Heftigen, Alter. Ich werde mutwillig behindert gemacht. Das nennt man Psychiatrisierung, ja, weil sie mit der Wahrheit nicht klarkommen. Das ist der Fakt. Das ist der abgefuckte Fakt. So. Und das geht hier nicht noch weiter und noch Behindertenwerkstatt vorstellen und Biberbunkenörig. Nee. Ich sehe zu, dass ich halbwegs fit bin und dann mache ich mal Umschulung und dann lerne ich nochmal einen Beruf. Aber ich stelle mich nicht hin, Alter, und mache die Ausschlussarbeiten, auf die keiner Bock hat. Könnt ihr vergessen. Weil, tut mir leid, ich bin Rentner, das muss ich nicht machen. Ja. Auch wenn das wieder vielen sauer aufstößt, aber ihr habt mich ja nur mutwillig krank gemacht und gesundheitlich angegriffen. Ja. Und das ist dann die Quintessenz davon. Das ist dann, ja. Viele lassen sich das auch gefallen und gehen trotzdem ihrem Tod nach, gehen auf ihre Arbeit und machen ihr Zeug. Ja. Aber wenn auf der Arbeit nur Mobbing ist, Alter, und alle gegeneinander, nö, Alter, da muss ich nicht bleiben. Tut mir leid. Das ist mir zu wichtig, darauf zu hören, was meine Stimme im Kopf von sich geben. Weil das ist meines Erachtens ein Teil der geistigen Ebene. Und dass die Menschheit aus so vielen geistigen Tieflingen besteht, da kann ich nichts dazu. Aber den Trend muss ich ja nicht frönen, oder? Dem muss ich ja nicht folgen. Na, ich gehe meinen eigenen Weg. Schön Pomolo, hier mit einem Zuschauer, der nichts sagt, der nichts schreibt. Aber es ist einer da. Es ist ein Zuschauer dort, der Erste beim Contentschutz schön. Der Erste. 1:30 Uhr in der Früh. Am 21.12. Leute. Mein Sendestudio mit optisch geminderter Qualität. Weil die müssen ja wegen einer Droh-E-Mail, ne? Meine HD-Webcam und drei andere Webcams mitnehmen. Das gehört ja auch zu an Tatbestand von einer Droh-E-Mail, weil man ja auch mit einer Webcam eine E-Mail schreiben kann. Ne? Die muss man auch überprüfen. Vielleicht habe ich es reingezwingert in die Cam. Ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht meine Lore falsch sieht, aber. Das. Vielleicht war das so. Vielleicht hat mich durch die Webcam jemand beobachtet. Und ich habe gezwinkert. Und ich habe nochmal gezwinkert. Und da ist die E-Mail entstanden. Wer weiß. Vielleicht war es aber auch einfach nur irgendjemand aus anonymem Raum, der die Schnauze davon voll hat, dass der neue Gebauer hier jedes Mal denkt, seine Macht ausspielen zu können und jedes Mal denkt, mich in die Psychiatrie sperren zu müssen, wegen absoluten Nichtigkeiten, ja, dass dann mal irgendwann mal eine Konsequenz da kommt. Das ist doch nichts Unnormales. Ne? Hör mal zu, der Mensch arbeitet im sozialpsychiatrischen Dienst, ja, und er lädt mich ein, ja, ich komme da hin, er will nochmal mit mir reden, darüber, dass er mich da so zwangseingewiesen hat und mir so wehgetan worden ist. Ne? Und das Ding, das geht mir einfach nicht in meinen Kopf. Und er hat einfach nicht aufgehört zu reden. Der hat überhaupt keinen Raum zum Reden gelassen, so richtig. Und dann führt er noch eine halbe, dreiviertel Stunde Telefonat über irgendwelche Nichtigkeiten, ja? Und von wegen nichts da Aussprache und meine Meinung ist was wert. Nö. Währenddessen haben wir meine Manipulanten. Fentanyl oder irgendwas mal wieder gespritzt, was wir immer machen, wenn ich im Gespräch bin. Mir hat es übelst die Augen zugedrückt und hat nicht aufgehört zu reden. Dann hat er die ganze Zeit telefoniert. Also ich meine, klar, nachdem er mich eingesperrt hat, bin ich da sehr dankbar, dass ich bei ihm weiterhin meine Zeit verschwenden darf. Wer weiß, vielleicht hat er die E-Mail sogar selber geschrieben, nur um irgendwas gegen mich in der Hand zu haben. Diese Droh-E-Mail, ja, die ihm da geschrieben worden ist. Vielleicht hat er sich da selber mit dem Laptop hingesetzt, der Herr Neugebauer. Und hat sich da eine E-Mail-Adresse erstellt und hat sich ein Wortlaut überlegt, ja. Und nur mit dem Gedanken, wie kriege ich jetzt den Schönen in die Bredouille? Da muss doch was gehen.
Ja, das ist ein wenig schwierig bei komplett loyalen Menschen. Weil, wenn die irgendwas machen oder so, die stehen da komplett dazu, weißt du? Weil das für die normal ist. Genau. Genau wie, ich meine, ich schaffe das gerade, ja. Ich bin gerade clean. Aber genau wie die Gesellschaft von mir erwartet und voraussetzt, dass ich clean bleiben soll, ja. Aber die Psychiatrie mich nicht von dem Medikament ablässt, namens Xebeljanz, was sie mir immer spritzen. So. Und das Medikament, wenn sie mir spritzen, bin ich jedes Mal auf Fentanyl positiv. Das stärkste Betäubungsmittel. Mir drückt es immer zu die Augen zu. Ich schlafe von abends um 9 bis früh um 9 und mache nochmal Mittagsschlaf. Ich komme den ganzen Tag zu gar nichts. Aber wenn ich dann mal drum bitte, mir auch was Antriebsförderndes aufzuschreiben, ja, dass ich da vielleicht mal ein bisschen aus der Hefe komme. Nö, warum denn? Wir müssen die Alarm legen. Herr Schön. Das hat schon so seine Richtigkeit. Das machen die Medikamente. So wie sie es mit allen machen. Die Medikamente halt. Ne? Die machen ein wenig Appetit, die machen ein wenig dick, die machen ein wenig behindert, die versauen ein wenig dein Leben. Ja? Aber das machen halt die Medikamente. Ist halt so. Das müssen sie so hinnehmen. Gucken wir mal, ob wir sie in der Wefa unterkriegen. He? Da haben wir sie dann doch noch unter Vollkontrolle. Arschlecken, Alter. Für diesen Zahn, den ziehe ich den. Und da bin ich der ganz große Zahnarzt. Weil das muss vermieden werden, Alter, dass es weiterhin Menschen so geht. Da muss ganz klar differenziert werden, warum und wie und was und wo. Jetzt nuckt meine Nase immer zu, ne? Das ist auch ganz cool. Das Dreiste ist, das machen die nicht nur mit mir, die Manipulanten, das machen die auch mit welchen, die im Fernsehen stehen und im Fernsehen ihre Meinung sagen. Vor laufender Kamera, mit Regie und allem drum und dran. Die dürfen da nicht zucken oder jucken. Die müssen die Gefühle ignorieren. Aber hier, ich, in meinem kleinen Livestream, wenn da irgendwas an der Nase krabbelt, Alter, wenn die Nase gejuckt, was meinst du denn, das kratzt mich oder was? So gehört es gemacht. Genau so gehört es gemacht. Alter. Ich habe vorhin mal ein bisschen Montana Black geguckt. Da 30.000 Zuschauer gehabt, Alter. 30.000 Zuschauer, Alter. Ey, hä? Der hat mehr Zuschauer am Abend wie Sonnenberg Einwohner, da wo ich herkomme. Und die Stadt ist voll groß. Für meine Verhältnisse. Überlegt euch das mal, Alter. Was der für Meinung hat, Alter, das ziehen sich mehr Leute gleichzeitig rein. Live. Wie in so einer Kleinstadt, ja. Ein Einwohner sind, in der ich aufgewachsen bin. Hammerhart. Alter, sind das Geräusche, ey. Sind das Geräusche hier nebenbei. Ja. Das Laufwerk läuft an, bremst, läuft an, bremst. Was ist denn das, Alter? Was hat er denn? Noch eine Stunde, 40 Minuten, ja, oder kopiert er im Moment mit ganz reduzierter Datengeschwindigkeit. Ach, Mann, ey. Das Geräusch, Alter, dazu, hä? Boah, heftig. Aber hier. Das geht halt erst, wenn YouTube nicht mehr dabei ist. Weil ja, wo war denn jetzt mein? Ja, genau. Weil ja YouTube sich sonst wieder beschwert, wegen Urheberrechtsverletzungen. Und da müssen wir ja, weißt ja. Das ist so eine Sache. Ja, aber deswegen werde ich jetzt bei Twitch meinen Livestream machen. Und der Content-Schutz schön, weil meine Sonnenberger 84 lässt sich auch nicht mehr zurücksetzen. Ja, danke, liebe Polizei, dass ihr mir meine Handys genommen habt für die sichere Login-Methodik, ne? Also, weil ja Zwei-Faktor-Authentifizierung und so, ne? Das ist doch normal, dass die Polizei kommt und die ganzen Sicherheiten wegnimmt. Das ist doch, das,
Sonnenberg so üblich, hä? Das ist wie wenn sie unten an die Aral fahren, Alter, und die Überwachungskameras abbauen. Die Polizisten persönlich. So ist das. Und dann ein Kumpel von denen kommt, hä, mit dem Transporter und fässerweise abdankt, und dann Sprit fortfährt. Und das ist der beste Kumpel vom Polizeichef ist. Ja, aber das ist nur klar. Na, der, freilich. Die Kameras, ne, wenn der da irgendwie, ne, da bauen wir die ab. Ha. Was wie? So geht's nämlich zu. Sie haben ja eine Planung gehabt, mir größere Mengen. Und da rede ich von 40, 50 Gramm, glaube ich, habe ich gehört. Christel unterzujubeln, ja? Um mich als Dealer hinzustellen. Sie wollten mich ja als Sittich hinstellen, als jemand, der mit Kindern sexuelle Spiele betreibt. Und jetzt wollten sie mich ja als Dealer hinstellen und wollten Stoff bei mir verstecken, wo die Polizei kommt und den Offizier bei mir findet. Alter, ich sag's euch, ey. Ich brauche sowas wie ein Livestream, hä? Ich brauche sowas wie ein Livestream, der da mitläuft. Und wenn sie mir da Kameras in der Wohnung deinstallieren, das ist ja, da könnte man ja denken, da könnte man ja denken, die haben irgendwelche solchen Auktionen nach wie vor, ja. Und haben einfach Angst, dass zu viele Kameras dabei an sind und dass zu viele Menschen sich drüber aufregen. Und bauen deswegen die Kameras ab. Weil was haben denn sonst Überwachungskameras mit Roh-E-Mails zu tun? Ach ja, genau. Genau. Ich habe gezwinkert. Und währenddessen hat sich die E-Mail geschrieben. In die Kamera hat jemand reingeguckt und der hat nach meinem Zwinkern die E-Mail geschrieben. Ha? Wie so Morsecode. Bip, 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 bip. Ernsthaft jetzt. Leute, Leute. Da brauche ich mich ja mit niemandem abzustimmen, Alter, um meine Meinung abzugleichen. Das ist ja wie Tatsache, Alter. Naja, nichtsdestotrotz, ich tue in die Videobeschreibung jetzt den Link von dem Twitch-Kanal, dass ihr auch in die Live-Sendung kommen könnt. Weil ich sehe es einfach nicht ein, dass ich bei YouTube live streamen soll, wenn mein Kanal noch nicht monetarisiert ist. Warum denn auch? Ne? So, dann schauen wir mal, was bei Twitch noch zusammenkommt. So, pass auf. Also, Video jetzt beendet. Twitch-Kanal in die Videobeschreibung. Und ich nenne das Video einfach endlich wieder live. Ja?